Dresden, die Hauptstadt Sachsens. Nur etwa 9 Kilometer von der Innenstadt entfernt befindet sich der Flughafen Dresden-Klotzsche. Nach einjähriger Bauzeit starteten am 11. Juli 1935 die ersten Flugzeuge von hier. Im Flugplan standen damals täglich Verbindungen nach Berlin, Breslau, Leipzig und Prag. Diese Zeiten sind lange vorbei. Heute bestehen 423 Direktverbindungen pro Woche von Dresden aus zu vielen Zielen weltweit. Neben der Lufthansa steuern 34 weitere Fluggesellschaften Dresden an. Zu den größten Flugzeugtypen, die hier starten und landen, gehören die Boeing 737, der Airbus A310 und die DC-10. Das heißt Maschinen mit maximal 250 Passagieren an Bord. Damit gehört der Flughafen zur Kategorie 7 der Internationalen Organisation des Zivilen Luftverkehrs, kurz ICAO. Diese Einstufung hat Auswirkungen auf die Ausstattung der Flughafenfeuerwehr. In Dresden sind es 41 Männer. Ihre Hauptaufgabe: Flugzeugbrandbekämpfung und Menschenrettung. Doch Flugunfälle sind selten. So bestimmt der Behindertenfahrdienst das Tagesgeschäft. Für den Transport von Behindertenreisenden zwischen Terminal und Flugzeugen besitzt die Feuerwehr sogar ein eigenes Fahrzeug, eine umgebaute VW-Caravelle. Zum Fuhrpark gehören daneben RTW, Flugfeldlöschfahrzeuge, ein Pulverlöschfahrzeug, ein Rüstwagen und ein ELW. Die Wache der Dresdner Flughafenfeuerwehr liegt strategisch günstig auf halber Höhe der Start- und Landebahn. Direkt nebenan erinnern zwei russische Kampfflugzeuge an die militärische Vergangenheit des Flughafens. Heute allerdings wird der Flughafen nur noch zivil genutzt. Die Leitstelle der Flughafenfeuerwehr befindet sich in der Wache direkt neben den Fahrzeughallen. Sie ist rund um die Uhr besetzt. Hier laufen die 1500 Meldergruppen des gesamten Flughafengeländes auf. Achtung! Meldealarm, Achtung, Meldealarm, Terminal 1, es kommt zum Ausrücken. Der ELW, der Tatra, der Mamba, der Pulver und der RTW. Auf einem Bildschirm kann der Leitstellendisponent verfolgen, wie sich die Rolltore schon während der Durchsage automatisch öffnen. Welche Fahrzeuge ausrücken müssen, hängt vom auslösenden Melder und der Ausrückeordnung der Flughafenfeuerwehr ab. Einsatzleitwagen hat Einsatzstelle erreicht, 32, höre. Wo seid denn ihr? Meldealarm im Terminal 1. Terminal 1 befindet sich im Hansa-Haus von 1935. Wegen der historischen Bausubstanz sind hier viele Melder installiert. Feuerwehrchef Waldemar Wolf erklärt, wie seine Männer den richtigen finden. Das sind die beiden wichtigen Handzettel, die der Einsatzleiter Feuerwehr von der Leitstelle über einen Drucker ausgedruckt bekommt und danach legt er seine Entscheidung fest und findet sofort den Melder, an welcher Stelle er sich befindet. Diesmal war es ein Fehlalarm. Der Flughafenbetrieb kann weiterlaufen. Insgesamt 4 Großfahrzeuge gehören zum Fuhrpark der Dresdner Flughafenfeuerwehr. Da wären das Flugfeldlöschfahrzeug Panther 1, das Flugfeldlöschfahrzeug Mamba, ein MAN 8x8 mit 10.000 Liter Wasser und 1.300 Liter Schaumtank. Der Panther 2, ein Sechsachser mit 3.000 Kilogramm Pulver an Bord. Und zuletzt das Tanklöschfahrzeug Tatra T815, V12 Motor mit 320 PS. Der Star im Fuhrpark ist der 1993 beschaffte Panther 1 von Rosenbauer. Der MAN-Motor mit Turbolader und Ladeluftkühlung leistet 1000 PS. Als Löschmittel stehen 10.000 Liter Wasser, 1.200 Liter Schaum und 500 Kilogramm Pulver zur Verfügung. Die Wurfweite des Dachmonitors beträgt 80 Meter. Ausstoßmenge maximal 5.000 Liter pro Minute. 5-mal so viel, wie der Frontmonitor leistet. Beide Monitore können übrigens gleichzeitig betrieben werden. Zur Bedienung des Panther 1 ist nur ein Mann erforderlich.
Der 36-Tonnen-Koloss verfügt über ein Automatikgetriebe und permanenten Allradantrieb. Die beiden vorderen Achsen sind lenkbar. Wendekreis über 22 Meter. Das Tanklöschfahrzeug auf Tatra-Fahrgestell ist das letzte Fahrzeug aus DDR-Zeiten. Baujahr 1985. Bei der Flughafenfeuerwehr wird es im Prinzip nur noch als Ersatzfahrzeug genommen. Trotzdem erhielt es 4 Jahre nach der Wende bei AIW einen neuen Aufbau. In beiden Löschmitteltanks befinden sich 8200 Liter Wasser und 800 Liter Schaum. Großer Vorteil des Tatras mit 6 Achsen, sein Wendekreis von nur 20 Metern. Doch die Wendigkeit spielt bei einer Flughafenfeuerwehr keine große Rolle. Hier geht es einzig und allein um Geschwindigkeit. Nach nur 2 Minuten müssen die Feuerwehrmänner jede Stelle des Flughafengeländes erreicht haben. Beim 400-Meter-Vergleichsrennen zwischen dem Tatra und dem Panther wird schon nach wenigen Metern der Unterschied deutlich. Mit großem Vorsprung gewinnt der Panther den Vergleich. So eine Vergleichsfahrt ist für die Männer der Feuerwehr eine willkommene Abwechslung. Normalerweise beherrschen Behindertentransporte, Unterricht und Materialpflege den Tagesablauf. Doch für die Filmaufnahmen wird vom Feuerwehrchef eine Großübung angesetzt. Kameraden, in der heutigen theoretischen Einsatzvorbereitung geht es wieder einmal um die Vorbereitung einer Einsatzübung an einem Luftfahrzeug zur angenommenen Lage. An der Flugerprobungshalle 285 des Flughafens Dresden steht am Dock ein A310. Dieser A310 wird im Rahmen der Instandsetzung umgerüstet. Infolge der Montagearbeiten am linken Triebwerk kam es zu einer Entzündung von Restkraftstoffen. Das Feuer breitete sich sehr rasch auf das gesamte Triebwerk aus. Es besteht die Gefahr, dass das gesamte Luftfahrzeug erfasst werden kann, weil sich in den Kraftstofftanks noch erhebliche Mengen Kerosin befinden. Gibt es zu den Ausführungen Fragen? Die Erläuterungen waren eigentlich soweit alle in Ordnung. Was mich jetzt noch interessieren würde, würden wir jetzt bei unserer Übung noch Schammittel mit zum Einsatz bringen? Bei einem scharf gefahrenen Löschangriff würden wir natürlich Schaum einsetzen. In diesem Fall handelt es sich also um eine Übung. Und aus bestimmten Gründen setzen wir nur Wasser ein. Für die Übung steht ein Airbus zur Verfügung, der gerade zur Frachtmaschine umgerüstet wird. Here we go. Über die Flughafenrandstraße Süd rasen die Feuerwehrfahrzeuge zum Stellplatz vor der Flugerprobungshalle der Elbe Flugzeugwerft Dresden. Beim Einsatzstichwort Triebwerksbrand rücken bis auf den Disponenten alle aus, mindestens 10 Leute. Rund 1,5 Minuten nach der Alarmierung erreicht Feuerwehrchef Wolf im Kommandowagen als erster die Einsatzstelle. Kurz dahinter folgt der VW-Bus des Einsatzleiters. Noch während der Fahrt beginnen die Flugfeldlöschfahrzeuge mit dem Löschangriff. Wenn möglich, soll der Angriff frontal von vorne vorgetragen werden. So kann beispielsweise am besten ein brennendes Triebwerk gelöscht werden. Hierzu würde übrigens Kohlendioxid oder Schaum als Löschmittel eingesetzt werden. Aus den Dach- und den Frontmonitoren spritzen der Mamba, der große Panther und der Tatra pro Minute 13.600 Liter Wasser auf das Flugzeug. Alle Bewegungen der Monitoren werden per Joystick von den Fahrern gesteuert. Zum Selbstschutz sind die beiden Flugfeldlöschfahrzeuge mit 7 Bodensprühdüsen ausgestattet. Pro Düse werden pro Minute 100 Liter Wasser abgegeben. Schon während der Anfahrt zur Einsatzstelle rüsten sich 2 Feuerwehrmänner mit Hitzeschutzanzügen aus. Bei dieser Übung nehmen sie gezielt Nachlöscharbeiten mit dem Schnellangriff des Panther 1 vor. Viel Zeit bleibt bei der Feuerwehr nicht. Nach spätestens 3 Minuten muss das Feuer aus sein. Innerhalb von 3 Minuten ist eine Passagiermaschine so verqualmt, dass es für die Menschen in der Kabine kaum eine Rettung mehr gäbe. Und länger als 3 Minuten hält der Flugzeugrumpf der Hitze nicht stand.
Zwei Minuten nach Beginn des Einsatzes sind die Tanks der Flugfeldlöschfahrzeuge leer. Fast 30.000 Liter Wasser wurden auf den blank geschliffenen Rumpf und die Tragflächen des Airbus A310 gespritzt. Die Übung ist beendet. Einmal im Jahr findet so eine Großübung statt. Heiße Übungen sind in Dresden übrigens verboten, aus Umweltschutzgründen. Dabei wären sie so wichtig, damit die Männer sich wirklich auf den Ernstfall vorbereiten können. Probleme für die Flughafenfeuerwehr.